So. Ich glaube, jetzt müsste es funktionieren. Also, Hallöchen, ihr Lieben. Wieder mal ein wunderschöner Samstagabend mit Risen, mit euch, mit mir. Und auch ein herzliches Hallo an alle YouTube-Leute. So, wir gehen heute weiterhin Echsenmenschen schlachten. Oder sie schlachten mich. Kommt drauf an. Wahrscheinlich eher das Zweite. Wir hatten hier noch irgendwo ein paar Kratler zum Besiegen. Ah, da vorne ist er, ja, stimmt. Ich sollte auch mal was zu mir nehmen. Da. Und dann schauen wir mal, ob man ihn, ja, erledigen könnte. Ja, komm, na ja. Ja, ja. Ist zwar eine Woche her. Ja, sicher kommt ein zweiter. Ist eh klar. Ist eh klar. Einer wäre ja zu wenig gewesen, ne? Dann würde ich sagen, wir schleichen uns wieder zurück in unser sicheres Häuschen da. Ja, kommt's näher. So. Ja, ja. Sicher, triff nur. Jawohl. So. Bin ich froh, wenn wir die erledigt haben, sage ich euch. Na komm. Du Mistviech. Ist klar, dass er wieder trifft, ne? Der mit seinem Antäusch da. Bam. So. Zack, zack, zack. Und geh mal. Komm her. Jawohl, drei schöne Treffer. Jetzt muss ich mal was trinken. Trink, trink, trink. Jawohl, Glück gehabt. Au. Spinnst du, Kerl? Au. Ist jetzt unglaublich, oder? Gibt der vordere Ruhe, fängt der hintere an. Keine Benehmen, also überhaupt keins. Null. Vier. Yeah. Vibe. Es ist wieder typisch. Ist wieder typisch. Ist wieder typisch. Hier. Frechheit. Einfach wieder Frechheit. Unfassbar. Dann nimm doch mal. Es müssen ja auch immer zwei kommen, ne? Und dann nicht von der schwachen Sorte, sondern von der starken. Alter, ich schwöre, ich freue mich auf die neue Rüstung. Und ein besseres Schwert wäre auch mal nicht schlecht. Lauf, lauf, lauf. Schneller, 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 schneller. Huch. Boah. So, ist nur einer? Diesmal ist nur einer, ha? Na, zu früh gefreut. Natürlich nicht. Müssen immer zwei sein. Langsam. Ja, sicher. Hast du den hinteren gesehen? Du Mistvieh. Da. Super getroffen. Ja, ja, schlag mich. Ja, ja, ich sitze jetzt aus und mit mir ist gleich aus. Alter, die sind schon wieder getobt, ne? Na, komm, schlag. Schnell trinken. Und blocken, blocken. Ja, ja, sicher blockst du. Wenn du blockst, ist schon lang zu spät. Und wie soll ich das jetzt wieder hinkriegen? Trink, trink, trink. Ja, hat hingehauen. Glück gehabt, nur Glück. Reines Glück. Alter. Ja, ja, sicher, ist ja klar. Wenn du einen Vorderen dran kriegst, dann macht der Hintere, ne? Immer dieses Teamwork. Ja. Na komm. Alle beide, hast du das gesehen? Ist ja unglaublich, oder? Dreckschwein, echt. Hey, ja, hey, kannst laut sagen, hey. Vorsicht. Jawohl. Ja, diesmal schaut es nicht so schlecht aus. Wie oft habe ich das gesagt letzte Woche? 10 Mal? Ah, ja. Bist fertig? Gleich ist er hin. Ja, ja, schlag nur. Und der hintere wäre es, eh klar. Ja, ja, hast du abreagiert.
Jawohl, der erste ist schon mal weg. Na komm her, hör auf zu blocken. Lass dich umbringen, dann sind wir schneller fertig hier. Ist auch so unfair, der kann mich immer blocken, ne? Und parieren, der Mistfink, und ich darf nie. Beziehungsweise dürfen schon, du haut's halt nicht hin. Bist fertig? Schnell, trinken, 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 trinken. Super. Fein, fein. Ja, komm, mach hin. Du Kratler. Jawohl, zweimal. Sehr schön. Dreimal. Jawohl, und ein bisschen noch. Langsam, langsam, langsam. Jawohl, sauber. Weg ist er. So, da haben wir, glaube ich, nachgeschaut, ne? Jawohl, da haben wir alles fertig. Passt, super. Dann trinken wir mal was Großes. Der letzte Große. Ach, das ist natürlich schlecht. Aber ist wurscht. Geschafft ist geschafft. So, wir tun jetzt wieder brav speichern. Das haben wir uns verdient. So. Lala. Dann klubschen wir hier oben weiter. Ob wir hier noch was finden tun. Hallo. Na, freilich ist da noch wer. Ganz klar. Wie soll es auch anders sein, ne? Servus. Ich hoffe, das ist nur einer. Ja, Glück gehabt. Dann haben wir mehr oder weniger unsere Ruhe. Wow, wow. Ist schon gut. Immer so aggressiv. Scheint hier wirklich allein zu sein, der Kerl. Hey. Hallo, hallo. Na komm. Jawohl. Alter, voll gefischt. Ja, ich habe eine Woche wieder nicht gespielt, ne? Ich brauche wieder so 15 Minuten, bis ich wieder drin bin. Oder mehr. Jawohl, weg ist er. Und da trinken wir noch schnell was. Bröstelchen. So. Und das Echsenschwert. Perfekt. Dann tun wir wieder speichern. Weil das wäre echt schade, wenn wir die Punkte hier verlieren tun. Täten tun. So, wo sind wir da? Das ist echt, ja. Da ist ein Mana-Pilz. Also hier waren wir noch nicht. Sind wir hier schon in der Nähe von dem Ausgang? So. Beziehungsweise ich glaube... Boah, da habe ich mich von dem Stein da erschreckt. Da bist du eh nichts. Wieder typisch, ne? Oh, von wegen, hier ist nichts. Irgendwas ist da schon wieder. Hallo? Hallo? Na, wer war denn das jetzt? Hallo? Das sind Scheingeräusche. Ah, na, da ist er. Da ist er ja, der Kratler. So. Passt. Einmal noch Sicherheit speichern. Komm da her, du Mistfink. Einer, zwei, wie viel sind es denn? Einer. Reicht eh. Und au. Und weg damit. Jawohl, sauber. Sauber. Da drüben ist, glaube ich, noch so ein Kerl, ne? Na, Gnome sind dort. Gnümchens. Na doch nicht. Du schon wieder. Ah, du bist so der, der die Pilze gefuttert hat, ein ne? Mensch, die Echsen haben dich wohl auch gefangen, was? Mm, willst du ein Stück Pilz? Nein, danke. Lieber nicht. Lieber nicht. Was? Du willst meinen Pilz nicht? Na? Du wirst es dir schon noch anders überlegen. Naja, ein paar Tage hier unten und du wirst um ein Stück Pilz betteln. Ich will aber nicht da bleiben. Du bist völlig verrückt. Das ist sehr höflich. Ich suche einen Trupp Echsen, das schon eher. Ich suche einen Trupp Echsen, den Jagdtrupp. Mm. Ja, ja, ich weiß, wo sie lang sind. Ja? Und, sagst du es mir? Nein, du magst meine Pilze nicht, deshalb magst du mich auch nicht. Besser, ich sage dir gar nichts. Ach Gott, du bist völlig verrückt. Na, jetzt reicht es mir. Wo sind die Echsen?
Jetzt reicht es mir. Wo sind die Echsen lang? Ja, ja, schon gut. Sonst gibst du nie mehr Ruhe. Einfach den steilen Felsweg rauf und dann durch die große Höhle. Da ist ein Tal. Da sind sie lang. Sie suchen neue Menschen. Menschen, die sie dann schuften lassen. Gut, danke. Na dann, mach's gut. Jo. Warte, ich möchte noch ein bisschen schauen, ob es hier Erz oder so gibt. Zum Abbauen. Mana-Dingens. Eine Mana-Pflanze. Weil letztes Mal hatten wir ein ganz, ganz schönes Obsidian-Vorkommen. Und das wäre ehrlich gesagt mir jetzt gar nicht mal so unlieb. Wen haben wir da? Ah, da ist noch so ein Gradler. Hören die denn nie mehr auf? Hoffentlich ist es nur einer. Schaut's aus. Naja. Ja. Zack, sauber. Au, au, au. Ja. Du war ja nicht schlecht ausgewichen, Kerl. Nicht schlecht. Au, herauf, herauf. Ja. Ja. Sie blockt alles ab, ne? Wenn ich das mache, habe ich gar kaum irgendwelche Meter. Ne? Ja. So. Ah, wir treffen ihn jetzt schlecht. Na komm, mach. So, jawohl, der dritte hat schön gesessen. Nochmal. Und? Hey. Na, siehst du's? Jetzt pariert er wieder, der Kerl. Hey. Das war nicht nett. Aber weg ist er. Jetzt kann er keinen Schaden mehr anrichten. Sauber. Wo lang? Ich würde sagen, da noch ein bisschen rundherum schauen. Normal ist ja alles irgendwie miteinander verbunden. Also das ist irgendwie eh ein riesengroßes Labyrinth. Naja, okay, riesengroß ist es jetzt auch wieder nicht, aber ja. Es reicht, um sich zu verlaufen. Moment. So. Sorry. Lalala. So, wo kommen wir da jetzt schon wieder raus? Ah, beim Rindviech. Ja, servus. Diese Panzerung, was der hat, ne? Daraus würde ich mir gerne eine Rüstung... Alter, eine Rüstung machen, würde ich sagen. Ja, hey, au. Na, trink. Du bist so ein komisches Viech, echt. Ja, ja, ist schon gut. Darf ich auch mal? Geht ja. Und dann gibt er nur 180, verstehst du? Ja, ja, leg dir nur auf. Ja, ja. Passt, weg ist er. Gib mir her dein saftiges Fleisch. Da haben wir noch ein Bild. Ist sonst irgendwas? Eine Steinplatte. Licht wäre auch nicht schlecht, ne? Ein paar Fackeln haben wir noch. So, schon besser. Schon besser. Gut. Das hätten wir hier mal. Mal schauen, was noch hier lang geht. Mhm. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass wir gleich wieder am Eingang zurück ankommen werden. Hinkommen werden, wie auch immer. Oder auch nicht. Ich habe die Gänge immer gehasst. Beim ersten Mal schon. Beim ersten Mal durchspielen auch schon. Das ist fürchterlich hier. Ich bin, glaube ich, eine halbe Stunde im Kreis gelaufen, bevor ich drauf gekommen bin, dass ich im Kreis laufe. Wenn man halt keine Gegner mehr zum Klatschen hat, ja, da weiß man manchmal nicht mehr, wo man hin muss. Ist da jemand? Ist da jemand? Ich bring Licht ins Dunkel. Ja. Ja. Immerhin ist da ein Mana-Bild, also wir waren hier noch nicht. Oder doch? Ach so, da kommen wir zu dem jetzt wieder hin. Okay. Okay. Ach du liebe Zeit. Das heißt wieder runter in den Sumpf. Und schauen, ob wir irgendwie rauskommen. Ich weiß noch, das Ganze war nicht leicht zu erkennen.
Ich glaube, man musste sogar ein bisschen klettern. Glaube ich. Also genau schauen. Halt jetzt für mich mit die Augen offen. Wo geht's da raus? Alter, du machst Geräusche, dass ich gleich da Panik kriege. Hätte man dann doch hier raufgemusst? Da waren wir noch nicht, ne? Hier drüben. Doch, eigentlich schon beim Rindviech, ne? Ach, verflixt. Verflixt und zugenäht. Ich habe ein Déjà-vu. Ah, ich glaube, da schaut's gut aus. Ich glaube, da schaut's gut aus. Mir kommt vor, ich habe ein kleines Erinner mich. Hier ist gar nichts sonst. Da war irgendwie so ein... Ja, ja. Das, ich glaube, das passt schon. Ich glaube, das passt schon. Jawohl, der war schön. Alter. Ja, die sind flinker, ne? Das merkt man auf Anhieb. Davon ist noch einer. Und ich sehe dein Obsidian. Das werden wir dann gleich abernten. Alter Schwere. Ich hoffe, wir können uns da mal ein hübsches Schwert damit basteln. So. Schwert. Fackel. Komm da mit. Komm mit, komm mit, komm mit. Lala. So, das wollte ich noch abbauen. Sehr fein. Es gibt wieder 5 schöne Obsidian-Erzbrocken. Nette Ausbeute. Ja. Und das ist auch gleich mal speicherungswürdig. Hier gab es, glaube ich, irgendwie so ein kleines Mini-Schalter-Rätsel. Oh mein Gott. Ja, ja. Servus. Ja. Ja. Du mich auch. Du Viech. Ja. Da. Ja. Da. So. Ja. Bam, bam. So. Perfekt. Ah, da, oh, da haben wir einen Krieger. A-O-A-O-A. Ist nur einer? Na, sind 2. Natürlich sind es 2. Natürlich, was denn sonst? Ja. So. Alter. Das ist wieder mal ungut. Dass es gleich 2 sein müssen. Trink, trink. Falsche Taste. Na, die sind schon stark. Wieder mal. Ist typisch, ne? Ich wollte nur nach hinten schauen. Ich habe nicht gespeichert bei dem einen. Ach, Mist. Mist, verdammter. Ja, da hilft jetzt nichts, ne? Das habe ich jetzt verbockt. Ich dachte, das wäre eh nur einer. Und habe gedacht gehabt, dass ich das jetzt hinkriegen werde. Aber ich werde hier nur den sicheren Tod finden. Ja. Es wird nicht... Wow. Ja, war klar. Das konnte ich nicht mehr schaffen. Dreck, verdammter. Dann eben nochmal. Ja, was willst du aus der Runde spielen? Bam, ba, bam, ba, bam, ba, bam, ba, 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 bam. Ja. So, wo bist du jetzt, Kratler? Da war jetzt noch so ein Jägerdepp, ne? Komm mal her. Dich kriegen wir ja locker klein. Aber die anderen beiden sind schon wieder so eine blöde Kombination. Ich freue mich schon. Ich glaube, gab es da nicht noch so eine Elite-Typen auch, so wie es bei Gothic war? Die waren ja, glaube ich, richtig hart noch zum Besiegen. Na, hör auf, jetzt habe ich den gepult. Willst du das ernsthaft? Den habe ich jetzt. Ja, habe ich. Ja, warum nicht? Warum denn nicht? Aber nur einer, wie mir scheint. Alter, du Drecksviech. Ja. Ja. Zweimal getroffen, nicht schlecht. Puh. Ja. Ja. Ja, der hat nicht schlecht gesessen. Na komm. Hat irgendwie keinen Bock, ha? Aber jetzt.
Herr, aus. Sitzplatz. Ja, der war schön. Ja, der war auch schön. Ui. Jawohl, supi. Nicht schlecht. Jo, und der hat einen Schlüssel. Einen Schlüssel. Zu einem Tor wahrscheinlich. Oder einer Winde oder sonst irgendwas. Hui. Jo, ne? Habe ich jetzt geerntet? Nichts zu holen. Jawohl, das haben wir gemacht. Gut, die Fackel ist aus. Gespeichert haben wir. Da drin ist noch so ein Viech. Hallo. Ja, da hat sich mal. Der hat sich's mal gemütlich gemacht. Ich liebe die Krieger, ne? Schön. Schön. Na komm, komm, Echse. Mistviech, dreckigs. Oder? Ja, ja, sicher. Und trinken. Alter, du Saufviech. Entschuldigung. Ja, das werde ich jetzt nicht überleben. Da habe ich keine Meter. Ja, ist klar. Das kann man nicht überleben. Tja, nächster Versuch. Ich habe zu ungünstigen Zeiten Fläschchen genommen. Also einen Trank halt. Schlecht. Sehr schlecht. Aber wenigstens haben wir den einen Kratler schon mal hinter uns. Ich trinke vielleicht noch was vorher. Sicher, sicher. Hallo, du Depp. So. Na komm. Das sieht man gar nicht mal so schlecht, ha? Na komm her, du Echsentyp. Oh, mhm. Der dritte hat getroffen. Sehr schön. Oh mein Gott. Na komm. Ja, nicht schlecht. Ja, ja, jawohl. Sauber. So ist fein. Perfekt. Supi. Noch eine Steinplatte. Na, hinsetzen brauchen wir uns nicht. So schlimm war es jetzt auch wieder nicht. Wir sitzen eh schon, mehr oder weniger. Jo. Hm? Na, das ist nix, oder? Hm. Da ist noch ein Schwertelein. Ich glaube, das können wir speichern wieder. So. Ich meine, man konnte schon noch da drüben hin. Ich habe aber keine Ahnung, ob es uns umbringen wird. Ah, da kommen wir gleich raus. Ach, wie schön. Ach, wie schön. Aber einen Teleporterstein hatten wir noch nicht. Ne? Vielleicht da vorne. Oh, Gnome. Hallo, Gnome. So. So. Der ist weg. Der ist weg. Der ist weg. Der ist weg. Jawohl. Na komm, weg ist der nächste. Zack, ein Häuptling ist klar. Ist klar, ein Häuptling. Na, na, hörst du auf. So. Zack. Jawohl. Ah, hey. Hallo. Du Viech. Au. Ja, ja, schon gut. Leg dir nicht auf. So. Ist das, hat das noch geschafft, das zu blocken? Ja, ja, du kleiner Knirps, du. Super, schön blockiert, schön geblockt wieder. Kann man sagen, was man will. Unglaublich. So, da haben wir ein Ei. Und eine Rübe. Eine Rübe und eine Truhe. Ja, sie ist offen, das ist schön. Mit einem Wolfsfell, ein paar Fackeln, ein paar Pfeile und ein paar Goldmünzen. Nehmen wir mit. Nehmen wir gerne mit. Was haben wir da? Eine Fackel. Ein bisschen gebratenes Fleisch. Das ist sehr gut. Ich glaube, eine Hühnerkeule war auch dabei. Wow. Köstlichkeiten für uns. Jawohl. Und du? Gebratenes Fleisch noch. Sehr schön.
Das ist so finster, ist ein Wahnsinn. Das ist halt so, wenn es finster in der Nacht ist, ne? Dann ist es finster. Wo sind wir denn da? Moment mal. Servus. Ein Jäger mit einem kleinen Heiltrank. Wie ist der abgenippelt? Waren das die Gnome? Die haben da einen Ex-Menschen besiegt. Echt wahr? Jo, warum denn nicht? Warum denn nicht? Automatisch speichern. Mhm. Da drüben sehe ich schon wieder so ein fieses Viech. Da sollte man noch nicht hingehen. Das plättet uns. Ah, da ist jemand. Hallo. Ja, servus. Ja, zack, zack, zack. Jawohl. Nichts erwischt. Alter, du Mistfink. Blödes Viech, echt. Nö, aus, aus, aus. Jetzt Platz. So, der erste ist weg. Die werden. Die, ja, schon gut. Die werden jetzt wohl hoffentlich einen Teleporterstein haben. Just kehrt. Ne? Was haben wir da? Einen kleinen Heiltrank. Die Fackel nehmen wir gerne. Nix da. Nix da. Kein Teleporterstein. Das ist aber nicht schön. Ich muss jedenfalls nochmal kurz zurück. Das eine Tor noch schnell aufmachen, bevor wir hier weitermachen. Jo. Aber das wundert mich gerade, dass es hier kein Teleportstein gibt. Wahrscheinlich gab es nie einen und ich wundere mich umsonst. So. Ein Schloss. Ich werde trotzdem wieder speichern, weil das einfach gescheit ist. Hoffe ich halt. Boah. Oh. Halt, was? Ein Gefängnis? Na, wer bist denn du? Was will Mensch? Donkert, Mensch. Mensch, Freund von Dork. Yes. Ja, wir sind uns schon mal begegnet. Dork, gefangen von Schuppige. Mensch, befreit Dork. Besonders lange konntest du deine Freiheit ja nicht genießen. Dork jetzt wieder gefangen. Das war doch der eine Oger, den wir schon bei der anderen Festung da, also Ex-Mensch-Dings, befreit haben gehabt, ne? Mit dem Druiden, oder? Das war doch er. Warum bist du wieder gefangen? Warum bist du wieder gefangen? Dork nimmt Keule und tötet Schuppige. Aber Schuppige zaubert bösen Zauber auf Dork. Oh. Dork eingesperrt. Dork wieder eingesperrt. Dork mächtig sauer. Das glaube ich dir. Auf jeden Fall bist du jetzt frei. Du bist frei. Dork schuldet Mensch das Leben. Dork will Schuld tragen. Für Ehre von Dork. Dork wird helfen. An Seite stehen. An Seite kämpfen. Das Gesetz der Ehre. Jo. Ich folge ein paar. Ich verfolge ein paar ich Echsen. Ich verfolge ein paar Echsen. Echsen? Dork sagt Schuppige. Verstanden. Mhm. Dork wird Leben schützen und Feinde töten. Das ist aber schön. Einige große Kerl, einen großen Kerl wie dich könnte ich schon brauchen. Nein, ein großer Kerl wie du fällt zu sehr auf. Na na, den nehmen wir schon mit. Einen großen Kerl wie dich könnte ich schon gebrauchen. Dork groß und stark. Dork und Mensch kämpfen für Ehre. Jo. Mensch spricht, Dork folgt. Sehr gut. Dann komm mit, bitte. Komm mit. Gut, gut. Gut, gut. Sehr schön. Dann noch Heilkraut. Bam, 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 bam. So. Fein. Aber das, ich habe immer noch keinen Teleportstein. Ich hoffe aber, dass dieser Jägertrupp, ne, von dem wir vorhin gesprochen haben, dass die was haben tun. Auf jeden Fall ist mal das Speichern nicht so schlecht, würde ich sagen. Das Speichern. Da drüben waren wir ja schon, ne? Es ist halt echt, sobald es dunkel ist, es ist... Puh, man erkennt ja schon fast gar nichts mehr, ne? Einen Besen. So einen Grabstein. Traube. Einen Apfel.
Telekinese, das ist sehr schön. Und noch eine Fackel. Noch ein Schwert. Noch eine Perlenkette. Jetzt habe ich zwei Gesichter. Alakba! Ah ja. Falls mich jemand verklagen will, ja? Ich gebe euch die Adresse von dem Kerl da, ne? Ich bin unschuldig, wirklich. Ach ja. Wow, weg von dem Viech da. Nix gut. No guys, I love you. Oder ist es hin? Nö, der schläft nur. Die schlafen alle nur. Was jetzt gerade uns ziemlich, ja, den Hals rettet. So. Ist hier noch irgendwas? Irgendetwas? Irgendwas? Da war ja nix. Aber hier irgendwo müsste dieser Jägertrupp schon sein. Ja, ich glaube, das sind... Tschüss! Okay. Ja. So, bist du da? Ja, er ist hier. Schau, da liegt noch einer kaputter. Also, hinniger. Au! Ein hinniger Ex-Mensch, wollte ich sagen. Ja, sag einmal, du Viech. Ja, schön. Oh. Au. Du Gratler. Schau, schön. Das hast du echt fein gemacht. Ja, schwarze Wölfe. Sehr schön. Die sieht man wunderbar in der Dunkelheit. Ich mag ihn. Der kann ewig da bei uns bleiben. Ehrlich, ich räume mit dem alles auf hier. Ich räume da jetzt mal alles auf. Ja. Was knurrt denn da? Ich hoffe, dass es er ist, der da knurrt. Boah, wird es dann langsam? Ja, es wird langsam hell. Ich glaube, die Sonne geht gleich auf. Puh, was mir auch sehr, sehr lieb ist. Dann ist ein Lagerfeuer. Ah, da hatten wir den Druiden, ne? Und so. Wir müssen noch mal ein Stückchen rauf hier. Da lag wieder ein toter Ex-Mensch. Den müssen wir wieder, wahrscheinlich müssen nicht, aber glaube ich schlau. Halt! Au! Du Viech! Suppi! Halt! Na, nix warten, nix trennen. Du bleibst schön da, bei mir. Ich wollte nur den schwarzen Wolf looten. So, ist gut. So, ein Jägerlein. Wir haben hier rohes Fleisch, ein Echsenschwert und ein paar Goldmünzen. Aber keine Hinweise. Null, nada, niente. Nix. Nix. Aber welchen Hinweis brauche ich denn schon? Das war ja er. Er hat ihn umgehauen. Das waren unsere Erfahrungspunkte, Schnucki. Ja. Mhm. Jetzt halt nimmer. So, Heilkraut. Ich sollte mal speichern. Spiel speichern. So, und weiter. Gut, mal kratzen kurz am Kopf. Das gehört auch dazu. Das fördert das Denkvermögen. Ja. Da krummelt schon wieder was. Oh. Ich glaube, das ist dieses komische Gorilla-Dings. Dingens. Den werden wir mit ihm zusammen jetzt umklatschen. Ich hoffe, das gelingt uns. Ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Mir kam vor, da müsste noch ein Weg raufgehen. Hallo, Gorilla-Ding. Gorilla-Ding. Ja? Boah, passt. Boah, au. Ist ja klar, ne? Ja. Hau nur drauf. Boah. Ja. Puh. Alter. Jawohl, 300 Erfahrungspunkte. Wir haben ein Aschebestienherz, dessen Fell und einen seiner Zähne. Super. Und noch ein Echsenjäger. Der ist hier aber heftig. Das sind doch etliche abgenippelt. Ich will meine Fackel wieder haben. Da ist so dunkel, ich sehe nichts. Ich sehe nichts. Ja. Schon besser.
Wo könnten diese Deppen denn nur hin sein? Beziehungsweise... Es ist echt erstaunlich... Oh, schau mal. Eine niedliche kleine Stachelratte. Na, es ist eigentlich nicht klein, es ist eine normal wuchsige. Ja. Ja. Hat er gerade beide... Oh, er hat gerade beide geblättert. Warum? Weil er es kann. Ja. Weil er es kann. Ich sollte mal ein kleines Tränkelein zu mir nehmen. Ja, so ist fein. So ist es fein. Lalila. Eine Minze. Ich brauche noch eine Fackel. So, zum Glück haben wir ein paar bekommen. So, das nehmen wir auch gern mit. Nanu. Was machst du hier? Du wolltest doch zusammen mit dem Inquisitor in den Vulkan. Hast du schon etwas herausgefunden? Ich verfolge einen Trupp Echsen. Sie sind den Weg runter, Richtung Jagdhütte. Wenn du dich beeilst, kannst du ihn noch einholen. Okay, danke dir. Ich bedanke mich sehr, wirklich. Das war ein guter Tipp. Wir sind richtig, das ist immer schön. Aber es ist so dunkel. Ich bin am Überlegen, ob wir kurz schlafen gehen. Das ist echt nicht zum Aushalten, diese Finsternis. Ich hoffe, ich versau dabei nichts. Ich speichere wieder mal. Normal kann man nichts versauen. Okay, nichts ist zu breit gefächert. Ich kann alles versauen. Wenn ich mir Mühe gebe, wirklich alles. So, die Fackel nehmen wir nochmal mit. Zwar ist es jetzt eh hell, aber wurscht. Die verbrauchen wir noch schön. Bam, 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 bam. Jo, ich dachte mir wieder, wir machen die Parts, die Folgen wieder so, wie sie eigentlich immer sind. Nach circa 1,5 Stunden werde ich den Part wieder beenden für YouTube und einen neuen sofort starten. Wenn ihr eine Pause braucht, schreibt es mir dann bitte in den Chat. Ansonsten machen wir einfach frisch fröhlich weiter. Ach du Heilige. Ach du Heilige. Alter, Schwede. Der Anführer. So, mein lieber Ogerfreund. Puh, Karamba. Ogerfreund, Hilfe. Ja, das hat er fein gemacht. Ja, diese Typen habe ich mich gemeint, diese Anführer. Die können. Ja, das hat er einfach mal umquatscht, ne? Einfach mal so umgefatscht. Ja, leg dich noch auf. So, ich kriege mal schon noch klein, du Kerl. Jawohl, der ist fertig. Alter. Jawohl, der ist auch fertig. Erfolg, Echsenüberfall. Wo kommen die her? Sie sind tot. Das ist alles, was zählt. Nein, das sind Echsen. Sie kommen aus dem Vulkan. Richtig. Das sind Echsen. Sie kommen aus dem Vulkan. Aus dem Vulkan? Mhm. Also gibt es noch mehr von ihnen? Viel mehr. Dann werde ich in Zukunft ein Auge auf die Umgebung haben. Mhm. Nochmal erwischen die Biester mich nicht. Sie haben den Wolf gekillt. Was hast du zu verkaufen? Was hast du zu verkaufen? Sie haben den Wolf gekillt. Na... Warum? Hundi. Hundi kaputt. Und dann weinen sie nicht mal um ihn. Das ist voll fies. Ja, Hundi, wärst mit uns mitgekommen, wärst du unsterblich gewesen. Armes Hundi. Ach, das tut mir jetzt weh in der Seele. Was hat er da? Eine Karte. Eine Karte der Höhle und Wehranlagen unter dem Vulkan. Gefunden, was gesucht war? Ja, jetzt muss ich wieder in den Vulkan. Geh in Berg. Pass auf Schuppige. Pass auf Menschen. Keine Sorge, die Menschen sind auf meiner Seite. Menschen wie böse Zauberer. Besser niemals Rücken zeigen. Niemals einschlafen. Keine okay. Sorge, ich passe schon auf. Dog war mit Mensch gemeinsam in Kampf und Suche. Mhm. Nun geh alleine. Bring zu Ende, was längst begonnen. Mach mal.
Danke nochmal fürs Helfen, Schnucki. Aber ich finde es gerade echt kacke, dass man da überhaupt keine Rune kriegt. Das finde ich gar nicht cool. Das arme Wölfchen. 1, 2, 3, 4. Da war jetzt so ein Echsentrottel. Und wo ist der fünfte? Da müssten doch fünfe gewesen sein. Ist der im Haus krepiert? Ah, da drüben, ha? Da ist er. Leider nix. Übel ist das. Leider nix. Wir werden beim Druiden oben noch ganz schnell uns schlafen legen. Ja. Damit wir uns regenerieren können. Das wäre, glaube ich, sinnvoll. Ich habe zwar noch genügend Tränke, aber ja. Spare in der Not, dann hast du in der Zeit. Sagt man immer. Wobei die Tränke werden jetzt langsam eh schon ja, unbrauchbar, sag ich mal. Ruck, 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 ruck. Ach schau, da haben wir zwei Stachelratten. Die nehmen wir noch gerne mit. Komm her, du Raunz. Quatsch, sehr gut. Einmal, zweimal. Supi. Super duper, super duper. Super Tuba. Super Tuba. Ich will da rein. Jetzt bleibe ich bei der Tür. Beim Tor? Bei der Tür? Irgendwie stecken? Mittags müsste reichen. Das wundert mich gerade echt, dass die da. Wahrscheinlich gibt es da keinen Bordstein. Der Bordstein ist hier beim Duru. Beim Druiden. Der in der Nähe. Und das muss scheinbar reichen. Das muss reichen. So. Ja. Die Überreste einer verbrauchten Fackel. Es ist echt schade, dass man die nicht nochmal entzünden kann, ne? Weil das Holzstück wäre ja noch da, ne? Was für eine Ressourcenverschwendung. Zumindest wäre es klasse, wenn man es ins Lagerfeuer schmeißen könnte. Den Holzscheit. Ja, das Stück Holz. Dann wird es wenigstens dort noch weiter brennen. Bin ich da richtig? Ich glaube schon. Ja, ich glaube, das stimmt. Da oben wollte ich, genau. Das da oben habe ich gemeint. Da hätte ich nochmal rauflaufen sollen, ich Idiot. Aber ich glaube, da gibt es so diese Donner-Oger. Ogre und Donnerechsen, glaube ich, waren da oben. Die sind für später. Für später. Nicht jetzt. Nicht gut. Die machen mich kaputt. Nicht jetzt. Alles für später. Siehst du, jetzt sind die Donnerechsen, ich sag Donnerechsen zu denen, ich glaube, die heißen anders. Ist ja wurscht. Jetzt sind die halt wach. War da was? Ein Echsenschwert. Oh, da ist noch ein Schwammerl. Das nehmen wir auch gern mit. Nur die Ruhe. Ich bin ein lieber Held. Ich tue euch noch nichts. Erst später, wenn ich gegen euch eine Chance habe, aber momentan seid ihr sicher. Ja, wir sind doch ehrliche Gauner. Ne? So, in den Vulkan zurück. Sollte ich mich vielleicht eventuell lieber porten, anstatt den ganzen Weg zurück zu hatschen? Einen Sprint haben wir ja nicht. Oh, ne, schon als Trank, ne? So könnte ich sicher gehen, dass wir vielleicht noch den einen oder anderen Echsenmenschen erwischen. Für den Fall, dass ich jemanden übersehen habe. Ja, das kann ja alles passieren. Servus. Horuk. Dann müssen wir, glaube ich, irgendwie hier so rauf. Das schaut gut aus. Da müsste der Antle, der Antle Schläfler sein. Ja. Da ist der Schürfer. Dann müssten wir, glaube ich, hier hoch. Och, jetzt hat er mich erschreckt. Ja, meine Nerven sind dünn. Bitte? Bitte was? Ein Nautilus, schau mal. Das hat gerade ausgeschaut, der Pilz hat gerade ausgeschaut, als wenn da jemand stehen würde. Aha, da geht's runter. Oh, aha, warte kurz. Viecher. Das
Ereignissen speichern, das wir uns verdient haben. Eine Panzergrille. Au, eine Panzergrille wollte ich sagen. Ja. Zack. Boah, die ist gut gegangen. Die ist jetzt echt gut gegangen. Die hat gut geklappt. Hat sie sonst noch... Ist da irgendwas von Wert? Wenigstens ein Obsidian? Nein. Kein Obsidian. Nix. Ja, ist auch nicht schlecht. Haben wir halt nix. Was denn? Die meisten wissen nix gar nicht mal zu schätzen. Ja. Wir schon. Warte, ich habe irgendwie das Gefühl, ich bin da falsch. Jetzt bin ich wieder in der Kackhöhle. Mhm. Ja. Sind wir nicht irgendwie von da? Ging es da weiter? Ah. Ah, ich glaube, ja, ja. Das müsste schon so passen. Ja, ja, das sind wir schon richtig. Servus. Das sind wir richtig. Mhm. Das ist super. Herr von und zu Inquisitor. Ich hoffe, du hast einen Weg gefunden, die Zugbrücke zu öffnen. Nein, aber ich habe eine Karte aller Höhlen. Lass mal sehen. Das Tor kann man nur von innen öffnen. Wir müssen uns durch die Wand hacken. Was? Hier hast du die Karte wieder. Komm mit. Bitte was? Lass mich raten. Auf dich habe ich ja nur gewartet. Wo kommen die denn jetzt her? Herrschaftszeiten. Der erste ist weg. Boah, den. Na, den haben wir niemand erwischt. So ein Pech musst haben. Aber der eine, der war knapp. Da bin ich jetzt sogar fast ein bisschen stolz drauf, dass wir den... Moment. Das war jetzt der Inquisitor, oder? Oh, bitte. Oh, das hat gezählt, weil der Inquisitor ist in unserem Team. Was haben wir da? Haben wir schon mal was gelesen? Ich bin Ursigor, der verdient... Ach so, das... Ja, bla bla. Ja, wissen wir schon. Entschuldigung, wissen wir schon. Worauf wartest du? Ja, ich will doch noch looten. Du unhöflicher Fatzke. Also mit dem Alter, ne? Da wird man schon ungeduldig. Da kommen Büsten hin wieder. Mhm. Viel später. Licht wäre ja auch nicht schlecht. Komm mit. Jawohl, Chefchen. Ich komm schon. Aber zuerst werden wir hier ein bisschen looten. Weil hier einfach Sachen rumliegen. Ja. Wir müssen weiter. Es gibt Ärger. Ja, es gibt Ärger. Du sagst es. Und zwar ist es ein Priester. Ja. Das ist nicht so gut, aber der könnte... Wow. Inquisitor, mach mal. Ich trinke mal was. Ja. Oh, ist schön. Und? Boah, der hat gar nichts. Ja, nimm mal sein Schwert noch mit. Und jetzt? Schnucki? Hacken? Wo? Hier ist es. Durch diese Wand müssen wir durch. Das sieht nach einer Menge Arbeit aus. Vince wird sich darum kümmern. Geh zu ihm. Er soll die Wand hier einschlagen. Für dich habe ich eine andere Aufgabe. Ist so klar. Was hast du mit mir vor? Was hast du mit mir vor? Geh und sag Vince, er soll diese Wand einreißen. Wir beide kümmern uns um die weiteren Geheimnisse dieser Festung. Da hätte ich mir jetzt das Fragen sparen können. Vince, bist du der Vince? Ja. Wir sollten hier bleiben. Hier ist eine gute Verteidigungsstellung. Wenn wir uns zu sehr verteilen, sind wir verwundbar. Ja. Du sollst zum Inquisitor kommen, bitte. Du sollst zum Inquisitor kommen. Zu Befehl. Nimm deine Spitzhacke mit. Was ist los? Wir müssen eine Wand einschlagen, um in die Krypta zu kommen. Beeil dich, der Inquisitor wartet auf dich. Ich mache mich direkt auf den Weg. Sehr schön. Taschendiebstahl ist klar, das kann nicht funktionieren. Ich wollte es nur mal prüfen. So, was haben wir hier noch? Ein Richterstab. Oh, ein Ordenskrieger, den hat es dahin gegeben. Die haben Grog zum Saufen? Der beste Freund des Matrosen. Ist ja schön. Sehr schön. Wirklich. Passend beschrieben. So, der schlägt jetzt mal frisch, fröhlich die Wand ein. Und Herr Inquisitor, was machen wir?
Vince wird sich um die Wand kümmern. Vince wird sich um die Wand kümmern. Jo. Gut. Ja, was für eine Aufgabe hast du für mich? Was für eine Aufgabe hast du für mich? Komm mit, ich zeige es dir. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das will. Ja. Ich sehe schon das Tor da, ne? Hier, siehst du diese Tür? Ja. Willst du die etwa auch einschlagen? Nein, aber ich habe hier diese Büste gefunden. Ich vermute, dass sie uns helfen wird, die Tür zu öffnen. Okay. Stell sie auf den Altar und mach dich bereit. Ja, ich fürchte auch, dass da was kommen wird. Auf jeden Fall speichern. Das haben wir uns verdient. So. Ich würde sagen, eine Fackel. Ach, schön, Licht. Ich hätte vielleicht eher einen Lichtzauber nutzen sollen, ich Pfosten. Naja, die Büste, da haben wir sie. Auf dich habe ich ja nur gewartet. Ach du Heilige. Puh. Ja, Inquisitor, mach was. Magie, irgendwas. Zauber. Du bist ja so ein Zaubertyp. Ein zauberhafter Inquisitor. Und was macht er? Richtig, er zaubert nicht. Jawohl! Moment, die Punkte zählen nicht für uns? Du Bastard! Oder doch, ich hab's noch nicht gesehen vielleicht? Jawohl. Da, ja, bearbeite ihn einmal. Jawohl! Das lief gar nicht mal so schlecht. So, jetzt tun wir mal schön looten. Meine Fackel hätte ich gern. Danke. Haben wir hier irgendwas? Liegt hier irgendwas? Nur die Büste, ne? Sonst ist da... Na. Sonst ist da gar nichts. So. Das und hier und jenes. Mhm. Gut. Fein. Sauber. Das haben wir. Boah, jetzt habe ich Angst gehabt, dass hier eine Fallgrube ist. Ich wäre fix reingefallen. Hey, du Twatschka! Das ist einfach mein Priester umgehauen. Das waren meine Erfahrungspunkte. Wusste ich es doch. Was? Hier gibt es noch mehr Wissen über diese Anlage. Bevor wir in die Krypta vorstoßen, müssen wir so viel wie möglich in Erfahrung bringen. Na dann, viel Spaß. Ah, ich soll. Gut, dann machen wir mal. Ich bin Ursigor, Herrscher über die Titanen, und dies ist mein Befehl. Niemand soll die Macht haben, die Titanen zu unterwerfen. Meine Diener sollen seine... Nein, das heißt meine, oder? Oh Mist, die letzten Sätze sind unleserlich. Aha. Hier komme ich nicht weiter. Okay. Hast du alles gelesen? Ja, aber ich konnte nicht alles entziffern. Dann müssen wir wohl in die Krypta, um herauszufinden, was da steht. Lass uns zu Vince gehen. Okay. La, 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 er geht wirklich. Er läuft nicht, er geht. Aber ich laufe. Da, 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 da. Was ist da? Ach so, Schriftsäule nur. Ich dachte, da stand Schalter oder so. Schnucki, wie geht's dir? Oh, schaut nicht schlecht aus. Servus. Sieht aus? Hoffnungslos. Mehr als dieses kleine Loch ist nicht drin. Die Wand ist einfach zu massiv. Hm, aber es war immerhin schon gut, Schnucki. Muss ich echt sagen, für einen Nautilus-Zauber könnte das reichen. Komm, Inquisitor. Ja, ich weiß, du bist ein alter Mann. Mit einem Auge und einem roten Diamanten drin, Kristall, wie auch immer. Rubin. Schnucki, wir haben ein Problem. Du wirst gehen. Du musst durch dieses Loch und uns die Zugbrücke öffnen. So ich klar. Werde die Leute vor dem Tor versammeln. Jo, mach nur. Das war wieder so klar hier. Speichern, oh yeah. Fortsetzen, oh yeah. Wir verwandeln uns, ja, ja. Wir können das. Nautilus, wir haben noch 4 Stück. Jetzt haben wir nur mal 3. Das reicht. So. Gutsch, 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 gutsch. Gutsch, gutsch, gutsch. Gutsch, gutsch, gutsch. Gutsch, gutsch. Yeah, 1000 Erfahrungspunkte, supi. Und wieder mal stockfinster hier, ne?
Ich werde auf jeden Fall nochmal speichern. So. Ich habe nämlich das Gefühl, dass ich gleich auf die Gosch kriege. Ne? Was haben wir hier? Smaragd. Eine Steinplatte. Hier ist nichts. Ich glaube, wir werden sterben, glaube ich. Hallo. Ey, ich steck fest. Ja. Ja, immerhin zweimal getroffen schon. Bam, bam, bam. Oh, natürlich. Mach ich zu früh auf. Zack, 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 zack. Bam, bam, bam. Zack, zack, brack. Mhm. Komm her. Ja. Komm zu Papa. Na, nein, ich will nicht der Papa von so einem Ding sein. Jo, schön. Dann wäre ich ja erstens ganz schön alt, ne? Wo ist dein Schwert? Haben wahrscheinlich mitgelootet, ne? Ey, ich glaube, wir sind hier in der Krypta. Der Ort kommt mir gerade bekannt vor. Da vorne ist wieder so ein Gradler. Ein Momentchen mal. Wie spät haben wir es schon? Okay, in ein halbes Stündchen machen wir dann mal mit dem YouTube-Part Schluss und starten gleich den nächsten. Boah. Also, ich muss aber ganz ehrlich sagen, heute sterbe ich schon mal weniger als letzte Woche. Ein Ghoul. Scheißendreck. Ja. Saufig, Dreckigs. Ah, so ist schon besser. Stirb nur. Stirb nur weg. Ah, das ist wieder so ein Rindviech, ne? Komm her, Rindviech. Oh, wie viele sind da? Vier? Boah, kann man hier vielleicht was öffnen? Bevor ich hier sterben muss. Mhm. Eine Büste? Haben wir noch eine? Ich glaube nicht, oder? Mhm. Das heißt, wir müssen eine finden. Dann können wir hier den Dings schon mal aufmachen. Den Dings da. Zuerst, ich schau mal da oben. Da ist auch eine. Oh. Hm. Von da sind wir ja Kummer, ne? Aha, hier geht's bergab. Da ist ein Echsenmensch drin, eingesperrt. Wahrscheinlich war er schlimm. So wird's sein. Der war einfach schlimm. Wo kommen die jetzt her? Der macht mich nervös mit seinem Geknurre da hinten. Na, nicht da. Das wollen wir haben, genau. Hallo, Schnucki. Ja, da kommt er schon, mein Schnucki. Ist hier? Ja, hier ist auch einer. Au! Das war böse. Ja. Aber reagiert schnell saufen, was? Schnell schützen. Boah, aua. Ja, ja, und mit dem großen Angriff? Ja. Das ist der großen Angriff. Puh. Jetzt hat er einen großen gemacht. Ja. Jawohl. Ja. Mhm. Ja. Bereit machen zum Trinken. Bier. Oh. Puh. Du Sackelpicker. Jawohl, zweimal getroffen. Wie, da kommt jetzt noch einer. Drei? Das ist ja unfair. Jawohl. Puh, Teufel. Ja, das überlebe ich nicht. Gar keine Chance. Wo kommt jetzt der eine her? Ja, das ist klar. Da muss ich mich umbringen lassen. Hilft dir nichts. Wo kommt jetzt der eine Kratler her? Das gibt's ja nicht. Ich muss mal besser hinsetzen.
Bei solchen Sachen wird man schon mal ungehalten. Boah, was war das jetzt gerade? Hallo. Ja, komm nur du mal her. Keine Ahnung, wie gesagt, wo der andere jetzt herkam. Ja. Okay. Nicht schlecht. Dreimal. Boah. Ja, ja, schlag nur. Zack. Vier Schläge getroffen. Ja. Alter. Ich glaube, ich gehe wieder zurück hinein in unser sicheres. Boah. Langsam. Ja. Fertig. Ja. Okay. Gleich haben wir ihn. Komm her, Schnucki. Komm her. Der hätte treffen müssen. Alter. Mach's doch nicht so spannend. Schlitzen weg. Jawohl. Geht ja. Da trinken wir oft zur Freude gleich mal was. Bröstlichen. Tschüss. Speichern das Ganze wieder. Nicht laden, speichern. Schön ruhig. Alles gut. Aber wo kommt das Arschkind her? Hallo. Ja, ja. Jawohl. Aha, hallo. Jawohl. Jawohl. Alter. Mhm. Ja. Oh, oh mein Gott. Da kommt der zweite her. Aha. Okay, ich muss weg. Und schnell was saufen. Und am besten schnell da rein. Und am besten schnell blocken. Deichsel, war das... Was bist denn du? Untoter Krieger, was willst denn du von mir? Ja. 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 Schluck. Trinken, 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 trinken. Oh, ist der stark. Bitte, wo kommt denn der her? Oh Mama, bitte hilf mir. Trinken, trinken. Ja, da bin ich hin. Gar keine Chance. Warum? Warum? Wo kommt der her? Das ist überhaupt nicht nett. Das ist überhaupt nicht nett. Das macht man nicht, sowas. So, du kommst jetzt her. Ich probiere den jetzt mal ganz alleine. Ja. Also, ich meine, so halt, ne? Zack, dreimal getroffen. Schön. Ja. 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 Jo, Fisch. Du Kratler, du Schirker. Du furchtbares. Oh, wow. Und hier. Mhm. Jawohl, weg ist er. Alter Schwede. Speichern. Das war gut. Aber wo war jetzt. Wo kam jetzt dieser Untote her? Etwa aus dem Raum da? Da, glaube ich, ja. Und da drin sind drei. Und hier ist ein Ghoul. Alter. Jawohl, Ghoul ist kaputt. Ghoul ist kaputt, das ist schön. Alter, das ist echt jetzt, das wird jetzt schwer. Oh. Das wird jetzt sogar schwer. Was haben wir denn eigentlich für Amulette bekommen? Schutz vor Eis 10. Stichwaffen. Amulett. Hiebwaffen, Klingen und Stärke plus 8.
Das wäre aber gar nicht so schlecht. Hätten wir denn schon mittlerweile eine Einhandwaffe, die uns da... Na. Ich meine, wir könnten schon probieren, ne? Wenn wir das Amulett tragen, können wir sogar die Dämonenklinge uns ausrüsten, ne? Man munkelt, dass diese Waffe die Seele seiner Opfer frisst. Weißt was? Wir könnten es ja mal probieren. So, wir rüsten uns jetzt kurz um, zwar zu dem hier. Dann müssten wir sie tragen können. Richtig. Ich probiere es jetzt einfach mal. Schaut schon steil aus, oder? Dann tun wir das speichern. Ich würde sagen, haben wir was? Ja, da würde ich sagen, so hin. Und fortsetzen. Vielleicht haben wir ja so viel Glück, dass wir damit recht gut kämpfen können. Hallo? Hallo? Da kommen sie, die Kratler. Aber das Rindviech, das wird halt ein hartes Stück, ne? Okay. Boah. Üben müssten wir es halt, also trainieren, ne? Den Zweihandkampf. Ja. Da wird das schon. Das war schön. Aber gegen dich, Viech, wird's schwer. Ja, das habe ich befürchtet, weil ich nicht blocken kann. Ich müsste was trinken. Ganz schnell. Nochmal. Du sollst eigentlich nach hinten. Nach hinten und hier raufhüpfen. Was bist denn du für ein Depp? Hallo, du sollst hüpfen. Ach, das wird so nichts mit dem Kerl. Ja. Trinken, trinken. Nochmal. Trinken. Da vorne wartet schon wieder wer. Alter. Ein Totenwächter. Ein Totenwächter. Okay. Okay. Jawohl. Das lief gut. Das lief gut. Ich bin entzückt. Aber eine Büste hat keiner, ne? No. Trotzdem, ich darf mal anmerken, ich bin entzückt. Ich bin entzückt. Die Waffe gefällt mir. Jetzt will man da nur noch bei passender Gelegenheit Zweihand-Dingens skillen. Hallo, ist hier jemand? Hm. Und dann ist gut, würde ich sagen. Hier ist nichts als wie tote Hose, ne? Hm. Gespeichert haben wir. Das ist ganz, ganz wichtig gewesen. Hallo. Ja. Oh. Oh. Ja. Kratle ist halt schwer, ne? Boom. Und blocken kann auch wie kein zweiter. Ja. 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 Mhm. Oh. Ja. Jo, fast. Ja. Jo, sicher. Freilich. Ich muss laufen. Ich muss trinken. Während laufen muss ich trinken. Und blocken. Mhm. Aber so deppert stellen wir uns ja gar nicht an. Ja, schön. 320 Punkte hat er gegeben. Leute, das war schön. Bitte, das war echt schön. Ich bin entzückt, muss ich sagen. Ich bin entzückt. Schön. Trotzdem fehlt mir eine Büste. Und Licht. Da, schon besser. Hallo, gibt es hier irgendwas für uns, das wir da verwenden können? Nein.
Wozu? Aber hier ist schon mal clear. Das ist ja auch nicht schlecht. Und wir haben ein Schlüsselchen bekommen. Aber warum und wieso und weshalb? Automatisches Speichern, ja, ist auch schön. Aber immer noch keine Büste, oder? Na, Della wird uns da nicht helfen. Ein Dellerchen wird uns nicht helfen. Wir können aber... Ob das das Rätselslösung war? Ich habe ja schon wieder ein Teil vergessen, muss ich ganz ehrlich gestehen. Ob das nicht... Na, Blödsinn. Zu der Büste kommen wir dabei nicht. Man kann nämlich auch eine Büste zu sich herziehen. Aber ich glaube hier nicht, da bin ich falsch. Ist hier jemand? Na. Da war auch eine mit Büste. Vielleicht habt ihr was, ihr Gradlerviecher. Hallo. Wow, ich sehe weg. Wow, ja sicher, bleib noch hängen da bei der Tür. Hast du vollkommen recht? Ja. Oh. Ja. Zack. Ja. Au. Ja. Oh. Bist du deppert, das Vieh schlägt zu. Ja. Jawohl. Wow, blocken. Jawohl, der hintere schon mal hin. Schön. Gut. Ja. Ja, das hat gesessen. Bin zufrieden. Ja. Sausch. Wup, 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 wup. Level aufgestiegen. Yeah. Mhm. So muss das ausschauen. Jawohl. Boah, ey, ich sollte nur saufen. Runter damit. Schön. Schön, es klappt. Ich bin begeistert. Bei der nächstbesten Gelegenheit werde ich schauen, dass wir Zweihand erlernen können. Skillen tun. Wer ist da dahinter? Keine Ahnung, sicher nichts gescheit. werden wir schauen, dass wir unser Zweihand können auf Vordermann bringen. Die Waffe gefällt mir sehr gut. Wirklich wahr. So. Wir gehen weiter. Auch die hier haben leider nicht das, was ich mir gehofft habe, dass sie haben könnten tun. Ein Magier. Ein Priester wahrscheinlich. Alter, du Sau. Der will uns abheizen. Da werden wir gleich die Waffe zücken, ne? Du hast mich getroffen. Ja. Du Priesterkrüppel. Ja. Ja. Du schäbiger, dreckiger. Priesterkrüppel, du Schäbiger. Das war dein letztes Stündlein. Du Ekelhafter. Wir können noch mal einen Zauber verwenden, oder? So ein Heilzauber. Eine starke, ich würde sagen, die schwache müsste reichen. Klappt das so? Ich hab's verhaut, oder? Tut sich da was? Ja, die ist wirklich schwach. Das ist vor meinem Mana weg. Prost. Gut, die ist wirklich... Die macht ihrem Namen alle Ehre. Die ist wirklich schwach. Die wäre für den Anfang echt super gewesen. Ich glaube, da haben wir sie sogar mal eingesetzt. Oh, da sind wir schon. Okay. Da sind wir schon. Ja. Wie spät haben wir es denn eigentlich? Schon 10 vor. 10 vor halb. Okay. Hallo, du Kratler. Oh mein Gott, zwei Kratler. Ich wollte eigentlich nur einen haben. Bäm. Ja. Boom. Jo. Buah. Hallo. Puh, schwitzi, schwitzi. Jawohl, der ist gleich erledigt. Na, du Kratler. Du Kratler, du. Komm, geh ein. Jawohl. Wortwörtlich. Der ist gleich mal eingegangen. Falsch, ich geh gleich ein. Saufen, saufen, saufe um dein Leben. La la la. Umdrehen, blocken. Ja, das war knapp. Du Kratler. Ja. Hä? Hä? Ja.
Bam. Jo. Geht schon. Jo, der war schön. Ja. Nicht so wirklich. Nicht zu viel riskieren, nicht zu viel wollen. Ja. Ja. Nicht zu viel wollen. Hui, Karamett. Nicht zu viel wollen. Jawohl, supi. Jawohl, weg mit ihm. Hau ihn weg. Ah, schön. Fein. Heilzauber. Diesmal werde ich mal... Ah, die mittleren sind zu wertvoll. Ich verbrauche zuerst mal die kleinen. So. Haben wir vielleicht eine Mana-Pflanze, die sich da jetzt besser eignen würde? Normal schon, ne? Die da? Oh, die reicht für unsere Zwecke locker. Passt, das reicht schon mal. Und speichern, das haben wir uns jetzt verdient. Mhm. Weil wir brav sind. So. Zwei Büsten. Was? Eins, zwei? Vier Büsten brauchen wir da. Okay. Ich glaube, wir sind hier falsch. Zumindest, ja, ich habe keine Ahnung. Also das funktioniert noch nicht. Da können wir noch nicht und so. Nö. Aber es muss hier doch irgendwie weitergehen. Irgendwo muss doch... da sehen wir. Da ist er schon. Das Schloss. Das Schloss am Wörthersee. Was? Falsch. Falsche Abteilung. Es werde Licht. Oh. Na, wer bist denn du? Was ist das denn für ein komischer... Ist das wahrscheinlich wieder so ein untoter Echsenmensch-Fuzzi? Eine Steinplatte, die nehmen wir gleich mal mit. Hallo. Urzegor. Ein Mensch. Letztendlich ist ein Mensch gekommen, nach so vielen Jahren. Hallo. Geist. Du bist also... Ich bin Urzegor, der Titanenlord. Oh, der Titanenlord. Warum bist du hier? Was ist mit dir geschehen? Du bist ein Titanenlord? Was bedeutet das? Fragen wir doch mal blöd nach, oder? Was ist denn das? Du bist ein Titanenlord? Was bedeutet das? Einst herrschten die Titanen über die Welt. Doch es war mir gegeben, das zu ändern. Aha. Mit mächtigen Artefakten zwang ich die Titanen in die Knie und eroberte die Welt für die Menschen. Okay. Aber du bist nicht hier, um alte Geschichten zu hören. Ohne Kaffee und ohne Kekse kannst du es sowieso vergessen. Ja gut, Tee wird auch noch gehen, aber Kekse müssen schon sein. Also, nein. Aber ich suche einen Weg, die Titanen zu bekämpfen. Ich suche einen Weg, die Titanen zu bekämpfen. Das habe ich auch getan. Und ich war der Beste. Doch die Siegel der Götter, die sie einst gefangen hielten, sind gebrochen. Jetzt tobt der Kampf der Titanen wieder und ihr Menschen steht kurz vor dem Untergang. Ja, das wissen wir. Mensch, was willst du von mir? Die Titanen aufhalten, habe ich doch gerade gesagt. Am Anfang, weißt du noch? Ich brauche eine Waffe. Ich suche den Ursprung der heiligen Flamme. Ah, wer? Na, warte mal, ich brauche eine Waffe. Ich brauche eine Waffe. Die beste Waffe gegen einen Titan ist ein Titan. Was? Vor über 1000 Jahren habe ich sie gejagt und eingekerkert. Aha. Du suchst eine Waffe? Ja. Ich habe eine Waffe für dich. Einen Titan des Feuers. Wo ist der Titan des Feuers? Wo ist der Titan des Feuers? Eingesperrt in einer Falle. Hinter dem goldenen Tor ist sein Gefängnis. Dort sitzt er in der Tiefe für alle Ewigkeit. Oder bis er befreit wird. Und wenn ich nicht will, wie funktioniert diese Falle? Wie funktioniert diese Falle? Das Geheimnis liegt in den antimagischen Kristallen. Sie schwächen den Titan, damit er seine Kräfte nicht einsetzen kann. Okay. Ich habe ihn in die Tiefe gezwungen.
und sein Verlies mit einem Siegel der Antimagie verschlossen. Ja, schön, freut mich für dich. Wie kann ich den Titan befreien? Wie kann ich den Titan befreien? Alles, was ich dir anzubieten habe, ist ein Handel. Was? Du willst mit mir handeln? Obwohl mein Geist unsterblich ist, bin ich für alle Zeit an diesen Ort gebunden. Das ist scheiße. Doch mich dürstet nach Freiheit. Erlöse mich von meinem Fluch. Befreie mich von meinen Ketten. Dann helfe ich dir, das Tor zu öffnen, das dich zum Titan führt. So ein Sessel kann eine unglaublich fiese Fessel sein, ne? Wenn er gemütlich ist, man seine vier Buchstaben draufsetzt und der Platz noch schön angenehm warm ist, ne? Einen Haufen Untertanen hat, die einem Essen und Trinken vor die Füße, bringt, ne? Da will man halt nicht weg. So ein Stuhl kann schon eine Fessel sein, ne? Was? Das ist es gar nicht? Ach so. Erzähl mir von deinem Fluch. Damals sprach der dunkle Gott zu mir. Er machte mir ein Angebot. Die Titanen des Feuers sollte ich für ihn einsperren. Dafür versprach er mir, dass ich die Zeit überdauern würde. Und ich ging auf sein Angebot ein, jagte und fing die Titanen. Den letzten von ihnen sperrte ich hier in diesem Verlies ein. Doch kaum, dass ich das Tor geschlossen hatte, versank der Tempel in der Tiefe. Oh. Ich war selbst Gefangener in meinem Verlies und bin es bis heute. Aber da gibt's mehrere Ausgänge. Du brauchst einfach nur aufzustehen und rauszugehen. Das weiß er wahrscheinlich gar nicht, ne? Der dunkle Gott hat dich reingelegt. Da warst du bestimmt mächtig sauer. Der dunkle Gott hat dich reingelegt. Der dunkle Gott hat dich reingelegt. Das spielt keine Rolle mehr. Mein Körper zerfiel. Mein Geist ist gebunden. Das ist natürlich schlecht. So werde ich alle Zeit überdauern. Als Gefangener. Warum ist dein Geist gebunden? Warum ist dein Geist gebunden? Ich kann mich nicht weit von meinem Körper entfernen. Ich werde niemals frei sein. Ja, das ist natürlich scheiße. Es sei denn, was? Die Verbindung von Geist und Körper kann auch der Tod nicht trennen. Aha. Nur dort, wo mein Körper ist, kann ich sein. Ja, soll man den vielleicht raustragen für dich? Moment mal, du suchst doch nicht etwa einen neuen Körper, oder das? Wie kann ich dir helfen? Neuer Körper. Moment mal, du suchst doch nicht etwa einen neuen Körper? Nein, jedenfalls vorerst nicht. Ach so? Es gibt einen Zauber, der es vermag, die Verbindung von Geist und Körper zu trennen. Ja? Doch ist kein Mensch mächtig genug, diesen Zauber zu wirken. Naja, vielleicht ein Inquisitor? Was ist notwendig, um den Zauber zu wirken? Der dunkle Gott stellte mir drei Diener an die Seite. Sul Utur, der Priester, Selseretz, das Tier, und Salsaran, der Wächter. Jeder von ihnen trägt einen Seelensplitter. Einen Splitter, der sie mit Kraft speist. Die Macht dieser Splitter wird ausreichen, um meinen Geist endgültig zu befreien. Okay. Ich soll dir also die Splitter holen. Du musst sie an dich nehmen. Dann kannst du den Zauber wirken. Okay. Und was ist mit der Formel? Für diesen Zauber brauchst du keine Formel. Wenn dein Wille stark genug ist, wird ein Wort von dir ausreichen, um meinen Geist zu befreien. Holla, auch nicht schlecht, ha? Wo finde ich deine Diener? Sie sind hier, in den Kammern der Krypta. Mhm. Diese Kammern sind vergittert. Du wirst den Schlüssel brauchen. Den ich wo finden kann? Ich lasse ihn hier zu meinen Füßen erscheinen. Wie praktisch. Und vergiss nicht, den Dienern ihre Schädel abzunehmen. Du wirst sie brauchen, wenn du das Tor öffnen willst. Sind die Schädel die Büsten? Es muss wieder eklig sein, ne? Naja. Und wenn ich dich befreit habe, hilfst du mir. Ich werde dir das überlassen, was du brauchst, um das goldene Tor zu öffnen. Doch zuerst wirst du tun,
was ich von dir verlange. Jawohl, Chef. Wir speichern. Und so, fortsetzen. Wir werden kurz für YouTube einen Cut machen. Denn der erste Teil des heutigen Abends ist leider schon wieder erreicht. Somit, ihr lieben YouTube-Leute, ich bedanke mich bei euch von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören und sehen uns gleich wieder. Beziehungsweise am nächsten Tag. Tschüssi!